Willkommen, Freunde! J-Cake hat uns ein Team aus Supex Arctos, Unhafnir, Leta King, Impergato und Nidoking zusammengestellt. Es soll eine hauptsächlich Wasseroffensive sein, wo Supex und Impergato Hand in Hand zusammenarbeiten sollen. Und natürlich, wenn wir dann Unterstützung noch zu irgendeiner Schwäche brauchen, haben wir natürlich hier die nötigen Pokémon dabei. Wir haben Supex, ja okay, Supex kann eigentlich alle Elektro-Pokémon locker abwehren. Der Gegner hat auch, ja okay. Dann werde ich doch mal versuchen, mit den beiden, so wie es im Vorschlag stand, zu öffnen. Und ich würde ganz gerne irgendwie Leta King als letztes noch mitnehmen. Würde ich mal sagen. So. Dann schauen wir mal nach, was unser Gegner hier zu bieten hat. Okay, Supex. Und Zekrom. Oh, das tut mir aber leid. Ich wollte gerade sagen, du bist doch shiny. Du siehst ein bisschen anders aus. Hast du die Haare gefärbt? So. Okay, das sollte eigentlich ein Klacks werden. Wir erhöhen aber trotzdem erstmal unseren Speed. Okay, ich würde lachen, wenn wir jetzt auf jeden Fall, wenn wir schneller sind als ein Zekrom. Blitzschlag. Na, das war dumm von dir. Ich bin ein Boden-Pokémon. So. Und tschüss. Mach Job, Zekrom. Hast du nichts zu suchen. So, mal gucken, ob jetzt noch etwas anderes kommt, etwas Aufreibenderes oder ob das jetzt schon alles war. Oh, ein weiteres Shiny-Pokémon, was uns mit Bedroher ein wenig Angst einjagen möchte. Wo ich aber ganz ehrlich sagen muss, okay, es ist zwar der Eingriff unten, aber wir haben Regen, wir haben Step, wir haben eine schöne Düse am Hintern, das geht ab wie die Luzi. Bams! Und da kommt noch mal auch noch ein Shiny. Ja, das ist natürlich sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Wuchtschlag. Und dann hat er noch nicht mal die Fähigkeit drin. Alle Pokémon in Shiny haben. Oh, das ist der erste kluge Zug, den ich von dir sehe. Mein Gegner allein. Oh gut, ich benutze halt jetzt Erdbeben. Und eine höhere Base-Stärke. Wenn wir jetzt schon keinen Regen mehr haben dafür. Na gut. Lassen wir es drauf ankommen. Wir lassen es jetzt drauf ankommen. Wuchtschlag. Das setzt Schutzschild ein. Wir sind nicht mehr verwirrt. Ach komm. Dann machen wir es jetzt auf die schöne Art und Weise. Wir setzen Durchbruch ein. Wir bekämpfen Kampf mit Kampf. Ganz ehrlich, dieser Kampf war sowas von öde. Nein, ich möchte es nicht speichern. Ich tue weiterkämpfen. Ja, mit meinem Kampfbox-Team. Also, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Alle Pokémon in Shiny gehabt und letzten Endes so ein, ja, so ein Quatsch zusammengespielt. Und gut, machen wir einen zweiten Kampf mit dran, weil ganz ehrlich, das war jetzt schon viel zu traurig. Und da haben wir gerade das nächste.
Na gut, also. Ja, J-Cake 96, Team, bla bla und so weiter, das sparen wir uns jetzt. Okay. Klar. Ich bin mal ganz ehrlich. Bei den Pokémon will ich eigentlich nicht mit Zoompex eröffnen. Weil das geht derbst nach hinten los. Aber Impelgator würde sich anbieten. Obwohl. Ich werde es trotzdem mit Zoompex versuchen. Das hast du ja gewünscht. Ich würde auch Impelgator mitnehmen. Und weil ich hier so viele Drachen-Pokémon sehe, bin ich echt dazu geneigt, Urhafen hier mitzunehmen. Um einfach dagegen auch wirken zu können. Aber Litter King ist halt. Wäre halt hier so. Na, ich. Litter King. So, alle Pokémon tragen auch hier ein Item. Was ich anmerken möchte, was entweder darauf schließt, dass er. Dass er eventuell. Ich überlege gerade, was mein Kopf sich da zusammen machen hat. Entweder ist es wirklich jemand, der weiß, was er tut, was relativ traurig wäre. Oder es ist einfach jemand, der sein Pokémon so Items gegeben hat. Das werden wir gleich sehen. Na, mein Gegner überlegt ganz schön lange, bis er sein Team entschieden hat. Na, jetzt hat er es doch. Und ja, ich habe eben gerade nicht in den Auswahlbildschirm gewechselt, weil ich vergessen habe. Bin ich ganz ehrlich. Ich nehme halt auch mit OBS auf und da müsste ich halt immer die Szenen wechseln und ich habe eben gerade überhaupt nicht mehr dran gedacht, weil wir aus diesem Kampf unnatürlicherweise einfach durchgelaufen sind. So. Da du jetzt hier sag jetzt nicht, du hast. Ach komm schon. Ja, Klimaschutz, es funktioniert alles nicht, ich weiß. So, wir können nicht für Durchbruch gehen. Wir müssen sogar eigentlich auf die Kaskade setzen. Aber wenn er jetzt eh den Wunsch erhört und in den Zenitstürmer geht. Ich glaube, lass es gerade mal so ein bisschen wirken. Hat er eh gesenkte Verteidigungswerte. Und wir können mehr Schaden machen. Was mich gerade ein wenig verwundert. Ne, er geht in den Wutanfall. Geht in den Rampage-Mode. Und ist jetzt auf einmal schneller. Warte mal. Wir waren eben gerade schneller als der. Obwohl Rayquaza ja im Normalfall Klimaschutz hat. Boah, du bist. Weißt du was hier? Mal ganz schnell, geh nach Hause. Ganz ehrlich. Und tschüss, Mistvieh. Es wäre riskant, eigentlich jetzt einzuwechseln. Weil Impelgator dann Schaden kriegen könnte.
Wir dürfen leider nichts anderes machen, weil wir durch den Einsatz von Wahlband darauf fixiert sind. Ich muss trotzdem wechseln. Oder sollte trotzdem wechseln. Erdbeben. Knife Orb. Okay, er setzt wieder Erdbeben rein. So. Die Frage ist halt jetzt, was hat er als letztes Pokémon? Auf jeden Fall muss man ganz ehrlich sagen, der Typ weiß zumindest, was er tut. Er hat seinem Rayquaza die Beere gegen Verwirrung gegeben. Im groben Ganzen weiß er, was er tut. Wir können jetzt Heimzahlungen gehen, Knackhack rausschalten. Wir können auch für Knuddler gehen. Die Frage ist halt, was wird er als letztes Pokémon haben? Ich gehe für Knuddler. Ich versuch's mal damit. Arceus. Was ist denn das für ein Typ? Angriff sinkt. Urteilskraft. Schnarschnase, wir können nicht angreifen. Und damit war's das Match. Also wenn ich jetzt so recht überlege, selbst hätte ich jetzt Impegator nicht eingewechselt, wäre das für den Hintern gewesen. Ich versuche jetzt gerade zu überlegen. Also hätte ich Impegator nicht eingewechselt, hätten wir vielleicht einen Drachentanz rausbekommen beim Knackhack. Knackhack hätte uns auf 40 KP runtergebasht. Das Arceus hätten wir nicht one-shotten können. Beim besten Willen nicht. Leder King mit Wahlband so wenig Schaden gemacht hat. Ne, das hätten wir definitiv nicht bekommen. Auch weil, obwohl Knuddler jetzt kein Stepper war, trotzdem. Wir hätten das Arceus nicht mit einem Schlag bekommen. Eskada hätte auch keinen Rückschreck gemacht, weil wir die Fähigkeit haben. So. Ich versuche gerade nochmal die Situation komplett durchzugehen. Nee, mir fällt da gerade echt nichts zu ein. Nichts Besseres zu ein, sagen wir es mal so. Aber man hat halt gemerkt, dass er jetzt einer war, der mit Legendären weiß, wie er zu spielen hat. Vor allem hat er sich nicht gescheut, Rayquaza einzusetzen. Er hat sich nicht gescheut, was auch immer einzusetzen. Es war irgendwo traurig. Und das Arceus müsste ja eine Eistafel gehabt haben, wenn ich mich nicht irre. Und ob Heimzahlung. Okay, jetzt gehen wir einfach mal. Ich gehe jetzt gerade das Szenario durch. Hätte ich Heimzahlung gemacht. 140 Stärke Step. Gut, wir hätten das Arceus down bekommen. Wir hätten aber zwei Runden Schnarschnase gehabt und das Knackhack hätte uns zwei Runden lang mit Erdbeben bombardieren können. Dann machen wir eine Heimzahlung ohne Step. Was auf jeden Fall kritisch ist.
Beziehungsweise wüsste ich jetzt nicht, ob wir zweimal das überlebt hätten. Und ob Arceus die Heimzahlungen vielleicht überlebt hätte. Ja. Gut, ich muss ganz ehrlich sagen, gegen Arceus habe ich sehr wenig Kampferfahrung. Vor allem ist Arceus sowieso ein Nonplusultra. Du siehst doch nicht mal in der Auswahl der Pokémon, welcher Typ das Arceus ist. Ja, okay, das macht den ja auch zum Uber in Anführungszeichen, dass es ja auch ist, wo es auch hingehört. Obwohl es ja eine Zeit lang sogar Bann war, aber Rayquaza hat ja den ganzen Shit abgelöst damals. Ich weiß nicht, ob jetzt da sich nur was geändert hat, seitdem das mit Rayquaza im Bann gelandet ist, oder ob er jetzt wieder raus ist. Habe ich mich ganz ehrlich nicht drum mit befasst. Also es ist halt total heftig. Rayquaza kann ins Mega gehen, ohne Stein. Also ohne Stein zu tragen. Kann ein Item noch dazu halten. Ja, an dem Punkt, wie gesagt, er hat gewusst, wie er das zu spielen hat. Und um so Pokémon mit niedrigeren Tiers outclassen zu können oder ausspielen zu können, muss man schon ein gewisses Grundset haben. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen weiter in den nächsten Kampf und wird heute halt mal eine etwas längere Folge. Okay, weiter geht's, meine Freunde. Auralius hat uns ein Team aus Solomon, Volona, Nidoking, Giflor, Tengolisk und Psyaugon zusammengestellt. Der Gegner hat eine richtig nette Offensive. Wir sehen ein Elfhund, was jetzt nicht Level 1 ist. Das heißt, das ist wahrscheinlich ein Watteschild-Elfhund, ein Evolit Porygon 2, ein Gardevoir, Raikou, Barnett und Tentantle. Ich glaube, Tentantle wird hier gegen dieses Team relativ alt aussehen. Deswegen denke ich mal, wird das nicht zum Einsatz kommen. Aber ich würde gerne hier Volona und Hundemon miteinander kombinieren. Das könnte nämlich sehr gut reinhauen. Aber auch Nidoking dürfte hier nicht schlecht sein. In der Konstellation. So, ich würde es so machen. Ich muss mir überlegen, soll ich Nidoking bringen? Nidoking kann nämlich ein Gardevoir gut fighten. Aber eigentlich auch ein Giflor. Giflor dürfte auch nicht schlecht sein. Nehmen wir noch Giflor mit rein. So. Mal gucken, was ein Sonnenteam gegen ein relativ balanciertes Team ausrichten kann. Okay, mir ist halt schon aufgefallen, dass er ein bisschen Probleme hat gegen Typ Feuer. Aber das werden wir sehen. Wie weit sich das bewahrheiten wird. Okay, ein Gardevoir. Gardevoir hat natürlich extrem gute Spezialdefensivwerte. Da wir gleich mit Hitzekoller auf volle Angriffskraft setzen. Sonnenstep und ein Wahlglas sollten da schon viel Schaden ausrichten. Sonst sehe ich ein bisschen schwarz für uns. Jo, das hat auf jeden Fall gut massiv Schaden gemacht. Volona sollte das locker wegstecken. So, wir gehen nochmal für den Hitzekoller. Auch wenn es halt jetzt nicht mehr so viel Schaden macht. Also entweder bleibt er drin oder lässt das nächste Pokémon einen geschwächten Hitzekoller einstecken. Ne, er bleibt drin. Ich will mir überlegen, ob ich Volona dann noch da zurückziehe. Um einfach noch einen Hitzekollerschlag ausüben zu können dann. Ich bleib drin. Ich weiß nicht warum, aber wir haben zwar einen gesenkten Angriff, aber okay, das wollte ich jetzt nicht wissen. Ich wollte eigentlich wissen, ob wir das jetzt so hätten besiegen können. Dürre.
Ich ziehe jetzt erstmal zurück und hol Giflor rein. Ich will nämlich. Achso. Okay. Wirklich, meine Frage ist jetzt: Hätte das ausgereicht, ja? Wartet mal. Wartet mal. So. Mal gucken, ob ich das hier. Okay. Ich habe mir gerade mal einen Schadensrechner geholt. Wo ich jetzt mal gerade das nachgucken möchte. Ob das ausgereicht hätte oder nicht. Ich bin nämlich da jetzt gerade sehr neugierig, ob das ohne Volltreffer gereicht hätte. So. Also, Volona hat einen Spezialangriff bei scheuem Wesen von maximal 100, so 146, so. Die Attackenstärke war 140, Spezialverteidigung. So, jetzt gehen wir mal von dem stärksten Wert aus, den Tentantel hat, den ich jetzt gerade nicht auswendig weiß, aber den ich jetzt heute schnell nachschlagen werde. So, wo haben wir es denn? Da, Tentantel. Gehen wir mal von dem stärksten Wert aus. Ich weiß nicht, ob man es beim Spezial defensiv spielt oder nicht. Ich gehe jetzt einfach mal vom neutralen Maxwert aus. Ich weiß nicht, man spielt das Ding schon mal physisch defensiv. Hauptsächlich. Und KP-lastig. Deswegen. Obwohl, wir nehmen mal das Maximal, das Maximum und gucken erstmal da. Ja, machen wir das mal so. Spezialverteidigung war nicht geboostet. Vierfacher Typvorteil. Item, ja. Wetter, Vorteil, ja. Statusboost war minus 4. Tentantelbesitz auf Level 50, maximal 181 KP. Ausrechnen. Nun gut, ich sag mal so, laut Rechner hätten wir einen Schaden von ca. 150 KP gemacht. Das heißt, egal was das Tentantel in diesem einen einzigen Zug gemacht hätte, wir hätten es im nächsten Zug spätestens besiegt. Spätestens. Und gehen wir jetzt mal von aus, dass, wie gesagt, das war der maximale Spätdefensivwert, den wir jetzt hier als Grundlage genommen haben. Ich gehe persönlich davon aus, dass man Tentantel in der physischen Defensive fördert, weil man es ja gerne mit seiner Fähigkeit und dem Beulenhelm kombiniert. Und jetzt nehmen wir mal den normalen physischen Wert, der hier nicht 184 beträgt, sondern 168. Ja, nehmen wir den mal. 168. So, dann rechnen wir jetzt hier nochmal so um. Es hätte nicht für den Todesstoß gereicht, wenn der maximales KP-Investment hat. Weil der Schadensrechner sagt, so ungefähr 163 Schaden hätte das angerichtet. Was auf jeden Fall, ja. Naja, bei Pokémon gibt es halt immer so einen schwankenden Wert, das wissen wir, aber ungefähr 163 jetzt angerichtet. Und hätte an sich es nicht getötet. Die Frage ist halt, was hätte ein Tentantel gegen ein Volona machen sollen? Im ersten Zug. Tentantel ist normalerweise, wie gesagt, eine physische Wall. Hätte uns einen Egelsamen ins Gesicht klatschen können. Hätte uns Tarnsteine hinschmeißen können. Ich sag mal so, Tarnsteine hätte uns nicht aufgehalten, es zu besiegen. Überhaupt nicht. Null nada.
Ich überlege, guck gerade nochmal die Attacken durch, aber hier ist nichts. Das hätte sich in die Luft jagen können. Dann hätte er beim Porygon 2 gegen Giflor gehabt und gegen Hundemon. Da hätte ich Hundemon reingeschickt, einen Feuersturm und Porygon 2 sieht auch nicht mehr so schön aus. Jo. Da bin ich doch hier schon eigentlich positiv überrascht. Aber dass wir noch so viel Schaden machen, dass wir es fast one-shotten. Jetzt muss ich mal wissen, wenn wir dann wirklich das Negativ von Negativ haben. Ja, hätten wir gegen S noch 128 Schaden gemacht. Also es hätte auf jeden Fall gereicht, ihn in zwei Runden fertig zu machen. Problemlos. Okay. Schon mal gut zu wissen. Also Erfolgtreffer, ja, es hat das beeinflusst, es hat das besiegt. Aber letzten Endes, was hätte es machen können? Ganz ehrlich, wenn ihr jetzt wüsstet, was ihr mit dem Tentakel in der Situation gemacht habt, wenn ihr dann im roten Bereich nach einer Attacke dann dasteht und wollt einen Volona besiegen, sagt mir, was hättet ihr gemacht, wenn ihr wirklich euch mit Tentakel auskennt, wenn ihr wisst, was ihr mit Tentakel spielt? Ja, was hättet ihr in seiner Situation gemacht? Hättet ihr wirklich Tentakel reingeschickt? Hättet ihr Porygon lieber reingeschickt? Was ist der Grund, warum du mit Tentakel noch weiterkämpfen möchtest und warum du mit Porygon auf einmal aufgibst? Das sind jetzt so Fragen, wo ich jetzt mal hier vielleicht einer der Tentakel-Spieler, die das gerne spielen oder die damit mehr Erfahrung haben, mal gerne frage und wissen möchte. Sprecht es auch gerne mal im nächsten Video an, wenn es einer gibt, der sich da die Mühe macht, mal ein ausführliches Kommentar zu schreiben, wenn er weiß, was der vielleicht sich für Gedanken gemacht hat. Okay, damit würde ich sagen, war's das für diese Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Pokémon. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Also, bis dahin.